Dies ist ein weiteres Video zum Thema Stochastik und hier geht es nochmal um die Hypothesentests und jetzt geht es darum, wie ich die Hypothesen korrekt aufstelle. Das war bisher nicht so wichtig, weil ich sie einfach so intuitiv direkt aus dem Text ablesen konnte, um dann daraus den Annahmebereich zu berechnen. Bevor ich aber in komplexere Rechnungen übergehe, muss ich mir erstmal einen Kopf darüber machen, wie ich bei komplexeren Aufgabenstellungen diese Hypothesen korrekt aufstelle. Es gibt nämlich nicht nur eine Hypothese, die wir bisher immer betrachtet haben, sondern es gibt immer die sogenannte Nullhypothese, das ist die, die wir bisher immer betrachtet haben. Und dann gibt es dazu noch eine Gegenhypothese und die ist ganz wichtig, speziell bei einseitigen Hypothesentests, aber dazu gleich mehr. Also, am besten machen wir das hier in einem Beispiel. Eine nicht faire Münze hat höchstens die Wahrscheinlichkeit 65%, dass Kopf fällt. Wichtiges Wort ist hier höchstens. Höchstens bedeutet ja, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner gleich und jetzt ein Wert sein muss. Hier ist 65%, also 0,65 sein muss. So, und wenn hier höchstens im Text auftaucht, dann bezieht sich das immer auf die Nullhypothese. So, die Nullhypothese ist quasi meine Ausgangshypothese. Das ist das, was ich beweisen oder widerlegen möchte. Zu dieser Nullhypothese kann ich immer noch die Gegenhypothese aufstellen, also praktisch genau das Gegenteil. Die nenne ich denn die H1-Hypothese. Und die würde in diesem Fall einfach aussagen, nur dass die Wahrscheinlichkeit genau das Gegenteil ist, also kleiner ist als 0,65. Das wären die beiden Hypothesen. Wie gesagt, die lese ich aus dem Text raus und die ergibt sich logisch. Zweites Beispiel. Mindestens jeder fünfte Schüler ist mit seinen Noten unzufrieden. Das wichtige Wort, was man hier sehen muss, ist mindestens. Mindestens ist auch wieder ein Codewort, dass hier eine H0-Hypothese vorgegeben wird. Und zwar soll die Wahrscheinlichkeit mindestens, also P größer gleich irgendein Wert sein. Und hier jeder fünfte Schüler wäre halt ein Fünftel. Auch hier kann ich die Gegenhypothese natürlich ergänzen. Das wäre dann p kleiner als ein Fünftel. So, nächste Beispiel. In Hamburg regnet es an mehr als 30 von 100 Tagen. Hier ist das Codewort mehr. Und mehr ist ein Schlüsselwort, was eben nicht für die H0-Hypothese gilt, sondern für die H1-Hypothese. Weil mehr ist im Prinzip nur größer, also p größer als 0,3, also 30 von 100. Das kann man hier oben auch schon sehen, dass die H1-Hypothese, die hat immer entweder größer, oh, hier habe ich mich vertan, die hat immer entweder größer oder kleiner. Und wenn hier mehr steht, was also direkt auf ein größer deutet, bedeutet, dass das hier im Text hier die H1-Hypothese ist. Und ich kann natürlich die H0-Hypothese dazu ergänzen, indem ich sage P kleiner gleich 0,3. Eine Firma stellt irgendetwas her und weniger als 2% werden defekt ausgeliefert. Weniger ist auch wieder ein Schlüsselwort für die H1-Hypothese, weil es wieder einfach nur kleiner bedeutet, also p kleiner als 0,02. Und entsprechend kann ich H0 natürlich ergänzen als p größer gleich 0,02. 75% der Schüler gehen gerne zur Schule. Da steckt im Prinzip nicht ausgedrückt irgendwie ein Gleich drin. Und das ist wie dieses Gleichheitszeichen ist wieder ein Code für die Nullhypothese. So, ich kann also unterscheiden anhand dieser Schlüsselworte, welche Hypothese versteckt ist, die Nullhypothese oder die Gegenhypothese, und kann diese auch entsprechend aufstellen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. So, diese Regeln solltet ihr euch tatsächlich merken. Ich denke mal, so bis 90% in den Aufgaben kommt ihr mit diesen Regeln klar. Es gibt vielleicht noch ein paar Ausnahmen für ganz besonders schwierige Aufgaben. Dazu aber mehr später im Skript. Ich denke, mit diesen Regeln könnt ihr auf jeden Fall erstmal arbeiten und zu einer Textaufgabe die entsprechenden Hypothesen aufstellen. Wenn ihr die Hypothesen dann aufgestellt habt, also die Nullhypothese und die Gegenhypothese,
Dann geht es darum, natürlich zu gucken, welche man berechnen muss oder welche man widerlegen muss. Das wird aber in den nachfolgenden Videos erklärt. Wichtig vielleicht noch als generelle Zusammenfassung, bei diesen einseitigen Hypothesentests, das ist immer, wenn ich höchstens, mindestens, mehr oder weniger habe, wo ich also hier ein größer oder ein kleiner oder ein größer gleich oder ein kleiner gleich habe, dann spreche ich immer von einseitigen Hypothesentests. Und da kann ich bei einseitigen kann ich sagen, das ist rechts- oder linksseitig. Und ob das rechts- oder linksseitig ist, das wird immer über die H1-Hypothese entschieden. Also immer hier. Und zwar guckt man sich da ganz stumpf einfach an. Wenn die H1-Hypothese ein größer Zeichen hat, dann bedeutet das ja, dass ich von irgendeinem Wert ausgehe, irgendein Entscheidungswert hier und sage, okay, ab da aufwärts gilt irgendetwas. Und da das nach rechts zeigt, sagt man, das ist ein rechtsseitiger Hypothesentest. Wenn H1 aber ein kleiner Zeichen hat, dann nimmt man ja hier irgendwo auch wieder so einen Wert und ab da soll es kleiner sein, geht also nach links. Das heißt, immer wenn ich hier bei H1 ein kleiner Zeichen habe, dann ist es linksseitig. Größer H1 rechtsseitig, kleiner bei H1 linksseitig. Das sollte man sich vielleicht auch noch merken. Und wie man das jetzt konkret tatsächlich berechnet, kommt dann in den nächsten Videos. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen auch verstanden habt.